Wir alle kennen sie, wir alle hassen sie und wir alle wissen nicht, woher sie eigentlich kommen. Diese unfassbar nervigen Sexbots, die unter jedem großen Video irgendwas kommentieren, was meistens sogar was Nettes ist, aber trotzdem fuckt es tierisch ab. Es gibt viele Leute, die diese Bots reporten, es gibt aber auch viele, die sagen, das bringt nichts und da müssen einfach die großen Plattformen was gegen machen. Jetzt ist aber so, dass dieses Problem schon seit vielen Monaten oder ich glaube schon seit über einem Jahr auf jeden Fall sehr akut besteht und trotzdem findet man sie immer noch regelmäßig in den Kommentaren. Heute finden wir heraus, woran das Ganze liegt und zwar von Simplicissimus das neue Video. Ganz kurz an die Leute, die wegen der Musik abonniert haben, morgen ist die Release Friday, da gehen wir natürlich auch in die neuen Songs rein. Und ich würde sagen, wir gehen sofort rein. Let's go. Leute, können wir mal bitte über diese Berliner Girls auf Instagram reden? Ich kriege jede Stunde Anfragen von denen. Was ist deren... jede Stunde. Also es geht 26 Minuten, holt euch Snacks und Getränke. Auftrag, woher kommen die? Ist das ein Virus? Ist das eine Krankheit? Instagram wurde vor kurzem von einer beispiellosen Armee an Bots geflutet. Die Berlin Insta-Girls haben verschiedene Namen, aber sie wollen alle das Gleiche. Überall. Jeder Alter. Kennt diese Art von Bot-Kommentaren aus dem Internet. Vor ein paar Jahren haben wir uns schon mal ein Netzwerk hinter solchen Flirtbots angeschaut. Damals konnten wir es noch nicht ganz durchdringen und nur erahnen, wie gigantisch diese Industrie ist. Also haben wir uns Hilfe geholt. Das typische Opfer gibt es nicht. Also es Alter, haben die ein Bild, das zensiert ist? LOL, das Bild selbst ist einfach so designt. Also es geht über alle Altersschichten, über alle Bildungsschichten hinweg und das auch über alle Geschlechter. Von Jugendlichen, die noch zu Hause wohnen, bis zu... Ja, es gibt auch ein paar Erwachsene, die zu Hause wohnen. Hallo, hey. Älteren Menschen im Pflegeheim erleben wir alles. Das sind, wenn du es so nimmst, auch Affiliate-Links. Die werden genau auswerten, welcher Kunde kam über welchen Link und welche Seite. Und darüber werden die wahrscheinlich dann nochmal zusätzlich bezahlt. So. Oh, und dann können die das auch immer weiter ausbauen und verbessern. Wirklich das, oh mein Gott, damit mehr Menschen noch reinfallen. Flirtcoins, Testphase, eingeschränkte Nutzung. Ach du Scheiße, Kündigung extrem schwer, Abo-Falle, Junge. Aber wer fällt denn darauf rein? Jeder erkennt doch ganz genau, dass das Bots sind. Diese Masche verursacht allein im deutschsprachigen Raum mutmaßlich jedes Jahr Schäden in 2- bis 3-stelliger Millionenhöhe. Wir haben uns in den letzten Monaten ganz tief in diesen Sumpf eingegraben. Dabei sind wir auf ein dubioses Geschäft mit vermeintlichen Dating-Seiten gestoßen. Auf Chatschreiber, die ahnungslosen Menschen die große Liebe vorgaukeln. Auf skrupellose Geldeintreiber, auf Betrugsfälle in Millionenhöhe, auf ein gigantisches Netzwerk von Unternehmen mitten in Europa, auf Hintermänner aus Deutschland, die mit diesen Seiten mutmaßlich sehr viel Geld verdienen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es heutzutage noch Menschen gibt, die auf solche Links reinfallen. Wir sind doch eigentlich mittlerweile alle gebildet genug, darauf aufzupassen. Und nicht nur unsere Generation, auch die ältere, oder nicht? Also ich bin immer davon ausgegangen, auch die ältere Generation, die weiß, Alter, Abo-Fallen gefährlich, nicht machen, immer vorsichtig sein, auf keinen Link klicken, das weiß doch eigentlich auch die ältere Generation. Und wir haben trotzdem gerade mal an der Oberfläche gekratzt. Oh. Bist du echt? Boah. Oh, das Intro geht hart. Alter. Boah. Krass. Wir setzen mit dieser Recherche da an, wo wir in unserem 2BG vor ein paar Jahren aufgehört haben. Wenn ihr das Video noch nicht kennt, Link ist in der Beschreibung. Ja, bestimmt mal irgendwann gesehen. Klickt bitte niemals, wirklich niemals auf solche Botlinks. Crazy. Aber wichtig, in der Schule immer noch keinen Umgang mit Social Media beibringen. Weil das könnte ja wirklich fürs Leben sein. Als erstes haben wir uns die unzähligen Links angeschaut, die man in Spam-Kommentaren und Profilbeschreibungen findet. Wohin führen sie? Die Links sind alle Redirects. Also die Links führen immer auf andere Links, die da drin sind. Aber das ist eine Mischung von... Ja, so gehen ja auch viele Streamerinnen auf Twitch, umgehen da so ein bisschen diese Politik, dass man keine Werbung für OnlyFans machen darf. Weder auf Instagram darf man auch nicht auf Instagram machen, aber auch nicht auf Twitch. Dann machst du halt einfach einen Link in die Bio, wo halt viele verschiedene Links reinkommen. Das habe ich ja auch auf mein Instagram mit Beacons gemacht zum Beispiel. Es gibt ja auch Linktree zum Beispiel. Und da ist es dann drin und dann, ja, weiß ich nicht, scheint es wohl irgendwie eine Grauzone zu sein. Und ja, das wird dann hier wohl genutzt.
verschiedene Webseiten, je nachdem, ob du mobil oder per Desktop drauf zugreifst. Ist aber immer das gleiche Schema. Das ist Torben Platzer. Er hat sich auf seinem Kanal vor einiger Zeit mit Finanzbots beschäftigt. Wir haben ihn für diese Recherche dazugeholt. So gut wie immer werden wir auf andere Seiten weitergeleitet. Mal auf sowas, mal auf sowas und mal auf sowas. Das hier ist, ja, da habe ich es auch tatsächlich mal durchlaufen lassen. Hi, ich bin Sweet Eva. Hättest du vielleicht Lust, mich zu Lust zu ihr? Wie oft willst du haben? Am besten die ganze Zeit. Einfach nur ein Jahr, ohne irgendwas. Geil, da werde ich gleich feucht. Je nachdem, wo wir wohnen, landen wir auch auf anderen Seiten. Öffnet man einen dieser Links geschützt im Tor-Browser, sieht man nur diesen Text, der anscheinend auf Russisch ist. Der Text ist gibberish. Im Quellcode sieht man dann, wohin die Weiterleitung führt. Und zwar läuft das über dieses Tracking Worlds und da ist halt dahinter sozusagen diese Redirects. Das heißt, auch wenn du refreshst, dass immer eine andere Seite kommt. Ah, oh, dann ist es doch nochmal ein bisschen anders als Linktree und so. Tracking Worlds ist so das Bindeglied, wenn du es jetzt so nimmst, wo die Leute dann auch so verschiedene eingeben können, auf die man dann kommen soll. Bei diesen Links könnte es sich um Affiliate-Links handeln. Auch auf Mainstream-Dating-Seiten oder ganz allgemein im Internet ist es üblich, dass die Betreiber für Traffic bezahlen. Jo. Wenn ein Nutzer über einen Affiliate-Link auf die jeweilige Seite stößt und sich anmeldet oder etwas kauft, bekommt der Ersteller oder Inhaber des Links eine Provision. Und wie der jeweilige Nutzer dann zu der Seite gebracht wird, obliegt dann demjenigen, der Werbung macht. Ja, das heißt, da haben die Seitenbetreiber auch mitunter gar keinen Einfluss mehr drauf, wie seriös dann die Werbung betrieben wird oder auch gerade nicht. Das ist Sebastian Günnewig. Er ist Rechtsanwalt und beschäftigt sich schon länger mit solchen Dating-Seiten. Die Spam-Kommentare auf YouTube und die Botlinks sind wahrscheinlich Teil größerer Affiliate-Netzwerke. Deren Aufgabe ist es mutmaßlich, möglichst viele Kunden auf die Dating-Seiten zu bringen. Also ist das quasi das moderne, diese Anrufscammer. Ihr kennt ja bestimmt einen Callcenter-Fan, der zögert ja immer diese ganzen Callcenters raus und prankt die und versucht so viel Schaden wie möglich da anzurichten. Oder die einfach nur abzufacken. Und das ist quasi die neue moderne Art. Na gut. Es ist aber unklar, ob diese mutmaßlichen Netzwerke von den Seitenbetreibern selbst oder anderen Firmen betrieben werden. Wir konnten nicht herausfinden, wer oder was hinter trackingworlds.com steckt. Wenn man nach der Seite sucht, sieht man nur das. Wie Sie sehen, sehen Sie nicht. Alter, hä, wie smart ist das denn? Man muss auch kein Impressum angeben, das ist das Lustige. Du musst nur ein Impressum angeben, wenn das Ganze gewinnbringend ist. Aber ist das dann nicht auch gewinnbringend? Also es wird ja dadurch, werden ja die ganzen Dinger genutzt, worüber dann Geld fließt. Oder ist das dann wieder auch so eine Lücke, weil es da nicht direkt über diese Domain läuft, das Geld? Du verkaufst ja nichts über die Domain. Oh mein Gott, das ist so smart. Also haben wir uns die Betreiber der Dating-Seiten einmal genauer angeschaut. Klickt man sich durch diese Seiten, fällt auf, dass viele davon fast identisch aussehen. Es gibt sie in verschiedenen Sprachen und für nahezu jede Vorliebe. Oft betreibt eine Firma mehrere. So zum Beispiel auch dieses Unternehmen aus den Niederlanden. Zum Teil gibt es aber auch Seiten, die quasi identisch sind und trotzdem von verschiedenen Firmen betrieben werden. Extrem viele Fragezeichen. Ich glaube, die können sich gegenseitig gar nicht anzeigen, weil die beide sich dann so selber obsehen würden. Könnte es sich um ein zusammenhängendes Netzwerk handeln oder einfach um einen gigantischen Markt? Wir haben hier die starke Vermutung, dass es halt tatsächlich entweder wenige Betreiber gibt, die hinter diesen ganzen Seiten stehen und dann natürlich im Sinne von einem Baukastensystem oder Copy-Paste-System immer wieder die Seite duplizieren und nur leicht abändern. Was es auch sein kann, und da sind wir letztlich noch nicht mit unseren eigenen Ermittlungen final zu Ende gekommen, dass es sowas wie ein Franchise- oder White-Label-System gibt. Alter. Also haben wir bei unserer Recherche einfach mal hier angefangen. Casual Networks betreibt unzählige Seiten, viele davon auf Deutsch. Erinnert ihr euch noch an Jeff? Ich heiße Jeff. Yep, die Nein! Oh mein Gott! Fremdgehen 69 haben wir hier. Den Rest kann ich nicht. Ey, aber das war auch eine kranke Werbung im Fernsehen, wirklich. Da habe ich mir gedacht, Junge, was zum Fick, wie kann man sowas bewerben? Das ist auch von denen. Die gehört mittlerweile auch dazu. Laut Impressum hat Casual Networks seinen Sitz in diesem Gebäude in Venlo. An der gleichen Adresse sitzen noch ein paar andere Unternehmen. Eines bezeichnet sich als Full Service Provider für die Erstellung, Vermarktung und Abrechnung von Online-Diensten.
Viele dieser Seiten wurden vorher von einer anderen Firma aus Wien betrieben. Mittlerweile wurde sie umbenannt. Dieses Unternehmen gehört diesem hier in Deutschland. Verfolgt man die Leiter noch weiter nach oben, landet man irgendwann bei diesen vier Männern. Einer davon ist Michael R., der andere Ralf S. Beide scheinen für uns. Und noch einer Guido U. Und noch einer Richard W. Boah, Kenntnisse. Uns wichtige Schlüsselfiguren in diesem Netzwerk zu sein. Ralf S. ist alleiniger Gesellschafter dieses Unternehmens. Das wiederum besitzt drei weitere Firmen, die Dating-Plattformen anbieten. Hierzu gehört unter anderem auch Casual Networks. Michael R. hat ebenfalls Verbindungen zu Unternehmen, die mit Dating-Plattformen Geld verdienen. Beide aus der Schweiz. Eins davon kennen wir schon. Außerdem ist Michael R. laut eigenen Angaben Geschäftsführer und Mitgründer von diesem Unternehmen. Traffic-Partner ist laut eigenen Angaben die Dachmarke für verschiedene Unternehmen und Dienste in der Sex- und Dating-Branche. Das Unternehmen ist seit über 25 Jahren aktiv. Boah, es hat das Ding ist älter als SpongeBob. 400 Mitarbeiter in Deutschland. SpongeBob wurde 98 zum ersten Mal ausgestrahlt in Amerika. Deutschland, Österreich, Schweiz, den Niederlanden und den USA. Aber womit genau verdient das Unternehmen Geld? Traffic Partner erstellt und betreibt Dating-Seiten. Es kauft über verschiedene Wege Traffic. Also es bezahlt Leute dafür, Internetnutzer auf ihre Sites zu bringen, zum Beispiel über Werbung. Und es wickelt die Zahlungen auf den Dating-Seiten ab. Traffic Partner hat ein breites Spektrum an Business Units. Mittlerweile findet man die aber nicht mehr auf der Homepage. Ich glaube, SpongeBob wurde zum ersten Mal 2000 ausgestrahlt, Entschuldigung. 98 oder 2000, ich weiß nicht, Entschuldigung. We do mainstream dating, we do casual dating. We cover all needs in the global dating industry. Das ist Moritz von Arnim, Chief Sales und Marketing Officer von Traffic Partner. In mindestens einem Fall sind wir bei unserer ersten Recherche über einen Botlink auf eine der Seiten gestoßen, die mit Traffic Partner in Verbindung stehen. Wir wollten von Traffic Partner wissen, ob das Unternehmen prüft, woher es sein Traffic eigentlich bekommt. Und ob Teile davon womöglich mit Hilfe von... Wie stressig, müssen die das beantworten? Ich glaube nicht, oder? Weil das sind echt viele Fragen. Ich hätte keine Lust, die E-Mail zu schreiben. Bots generiert werden. Traffic Partner hat auf unsere Fragen bisher nicht reagiert. Ja, okay. Ob Traffic Partner Bot-Traffic bezieht, wissen wir also nicht. Wo zumindest ein Teil des Traffics herkommt, kann sich das Unternehmen anscheinend auch nicht so richtig erklären. And how big is the traffic from social medias? I think it's a lot. It's a lot more than we actually know, because we have some really smart publishers who deliver us high quality traffic and of course don't tell us where it's exactly coming from. These smart guys are making good money with us and to be honest, we're making some money with them as well. Aber ich verstehe das nicht. Das ist ja eigentlich ein Markt, der sich selber abschafft. Selbst wenn du es schaffst, wenn irgendein Trottel darauf noch reinfällt und warum auch immer auf so einen Link klicken sollte, weil es macht gar keinen Sinn. Du hast ja dieses Video. Darunter werden dann die ganzen Kommentare gepostet. Und es ist ja nicht nur ein Kommentar, es sind ja 20, 30 Kommentare davon. Und da müsste man doch schon eigentlich skeptisch werden. Aber nehmen wir an, du checkst das einfach nicht. Dann klickst du da eins an, eine Seite, die bei jedem Post am selben Tag hochgeladen hat, oder einfach wo gar nichts ist, wo einfach nur eine tote Seite, nur mit einem Link drin, was auch super fishy aussieht. Stell dir vor, eine Stadt, wo jeder Hunger leidet und dann siehst du in irgendeiner richtig dunklen Gasse so einen richtig fetten, frischen Burger, der angestrahlt wird von einem Spotlight, dann denkst du dir doch auch, da stimmt doch irgendwas nicht. Irgendwas ist doch hier falsch. Aber nehmen wir an, das passiert auch nicht. Nehmen wir an, du hast gar keinen Menschenverstand und du nimmst diesen Burger, du isst diesen Burger auf und dir wird richtig übel davon. Was machst du dann? Du hast eine Lernkurve als Mensch. Du wirst doch dann nicht, wenn du dann weiterläufst, wenn es dir endlich mal wieder besser geht, du dich davon erholt hast von diesem Burger und du siehst wieder in der dunklen Gasse genauso einen Burger mit einem Spotlight, dann denkst du dir, das war keine gute Idee. Letztes Mal habe ich eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Das heißt, selbst wenn jemand abgefuckt wird davon, dann wird er doch nicht nochmal darauf reinfallen. Der Markt schafft sich doch eigentlich selber ab. Oder und selbst dann würde doch derjenige sagen in einer Gesellschaft, hey, zu seinem Sohn, zu seinen Neffen, zu seinen Großeltern, wen auch immer in der Familie, wird er doch sagen, hey, diese Links, klick da nicht drauf. Das sind Abo-Fallen, mach das nicht. Man teilt das Wissen. Dieser Burger ist vergiftet. Das macht ja gar keinen Sinn. Also man kann ja nicht mal argumentieren, dass ja viele neue Menschen geboren werden und älter werden und so weiter, aber die müssten das doch auch von den Älteren auf den Weg kriegen. Das funktioniert ja nicht.
Ich verstehe nicht, wie das immer noch so funktionieren kann. Seit über 25 Jahren raff ich nicht. Das Geschäft scheint in jedem Fall gut zu laufen. Der Mann, den wir gerade gehört haben, ist ein weiteres wichtiges Gesicht bei Traffic Partner. Hello everybody, here is the captain from trafficpartner.com. Der Captain ist... Na, wenn das Marketing ist, dann nehme ich alles zurück. Dann verstehe ich. Ich will jetzt auch draufklicken. Ist augenscheinlich ein ziemlich guter Geschäftsmann. Klar, er gibt ja auch immer Vollgas. Battle to the metal. Go up with the click-click-cash and the captain in trafficpartner.com. Check it out and make the real profit. Das ist der BMW-Fahrer, der hinter dir auf der Autobahn steht mit 250 und immer noch Lichthupe gibt. So sehen die aus im Auto. Der Traffic-Captain, der bürgerlich Andy Wulmer heißt, ist das Aushängeschild für ein weiteres Unternehmen, das mit Traffic-Partner in Verbindung steht und sich vor allem mit OnlyFans-Traffic beschäftigt. Wir wollten Klarheit über dieses Netzwerk haben. In welcher Beziehung stehen Alter, was die da ausgearbeitet haben, ist das widerwärtig, Boah, egal wer da bei Simplicissimus die ganze Scheiße recherchieren musste, ich hoffe, der wurde gut bezahlt. Traffic Partner und all diese Unternehmen. Leider hat uns Traffic Partner auch darauf keine Antwort gegeben. Dass es zwischen vielen dieser Unternehmen gewisse Verbindungen gibt, konnten wir mit Hilfe von Auszügen aus dem Handelsregister jedoch nachvollziehen. Lol. Fassen wir also nochmal zusammen. Im Internet gibt es unzählige dubiose Dating-Seiten, die zum Teil sehr ähnlich aussehen und von unterschiedlichen Unternehmen betrieben werden. Zum Teil sitzen viele dieser Unternehmen an derselben Adresse. Manchmal gibt es zwischen den Unternehmen auch personelle Verbindungen. Mindestens eines dieser Unternehmen kauft für seine Seiten auch Traffic ein. Gleichzeitig kursieren im Internet zahllose Bots, die Links zu Dating-Seiten verbreiten und mutmaßlich Teil eines Affiliate-Netzwerks sind. Abschließend können wir nicht bewerten, um was für ein Netzwerk es sich hierbei genau handelt und inwiefern Traffic-Partner oder andere Unternehmen mit diesen Botlinks in Verbindung stehen. Wir hatten noch viele weitere Fragen an Traffic-Partner, doch... Okay, gute Zusammenfassung erstmal. Ich hoffe, dass jetzt gleich auch noch geklärt wird, warum Webseiten, also Plattformen wie Instagram, YouTube, Twitter... Okay, ja doch, Twitter hat auch ein Problem, ich wollte gerade Twitch sagen. Warum die da nichts gegen machen? Was ist das Problem, da Leider hat uns so einen Suchfilter aufzubauen? Keine Ahnung. Ich meine, KI ist ja mittlerweile auch geisteskrank weit fortgeschritten. Kann man nicht die Profilbilder scannen und wenn dann nackter Ass ist oder sowas... dass man oder man scannt den prozentuellen Anteil an nackter Haut im Profilbild und dann wird das halt einfach nicht zugelassen. Ist natürlich schade für wirklich echte Bikini-Models und so weiter, aber hey, so ist dann halt einfach die Meta, in der wir erstmal leben. Ist doch besser, als wenn dann da irgendwelche Rentner irgendwie mit der beschissenen Rente, die die jetzt haben, sowieso nochmal 80 Euro minus jeden Monat haben, weil die eine verfickte Abo-Falle gekommen sind. Uns das Unternehmen bisher auf keine davon geantwortet. Dieses riesige Netzwerk ist vermutlich nur eines von vielen. Traffic Partner sagt, dass es alle seine Seiten exklusiv besitzt und auch betreibt. Es gibt aber auch andere Anbieter. Die bieten zum Teil sogenannte White Labels an. Seiten, die sich beliebig oft kopieren und anpassen lassen. Es gibt nicht einen großen, es sind wirklich zahlreiche Unternehmen, die auch verschachtelt sind. Also es ist wirklich sehr viel Geld mit dem Spiel und dementsprechend auch steigt die Professionalität, mit welcher diese Akteure da vorgehen. Das sind Reto Puma und Christian Jenny von der... Alter, das ist Prinz Puma im anderen Universum. ...Reklamationszentrale Schweiz. Als unabhängige Beschwerdestelle für Verbraucher beschäftigen auch sie sich intensiv mit diesen Seiten. Die Online-Dating-Branche ist seit Jahren ein wachsender... Also irgendwie, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist natürlich eine miese Unterstellung, also bitte nicht ernst nehmen, was ich jetzt sage, aber ich habe das Gefühl, Simplicissimus hat in den letzten Monaten mehr Recherche zu dem Thema betrieben als alle Kanzleien zusammen. Real Talk, weil die Kanzleien müssen sich, glaube ich, noch um sehr viel mehr Scheiße kümmern als nur darum. Markt. Je mehr Nutzer es gibt, desto mehr Geld lässt sich auch verdienen. Aber wie verdienen diese unzähligen Dating-Seiten eigentlich überhaupt Geld? Oder in der Lingo der Industrie, wie wird der Traffic monetarisiert? Auf uns wirkt es so, als hätten einige der Betreiber über die Jahre eine ziemlich perfide Masche. Okay, warte mal. Anmeldung, Flirtcoins, Chatschreiber. Okay, du musst Coins aufladen, um Nachrichten zu schreiben. Anmeldung, Testphase, versteckte Kosten, Mahnung, Anwalt. Okay. Entwickelt. Check. Jo. Nicht nur auf Datingseiten kann man schnell zu viel Geld lassen. Auch in Online-Shops verliert man seine Ausgaben oft schnell aus dem Blick. Gerade wenn man...
hört's in der Stimme. Man hört's in der Stimme. Wir skippen mal die Werbung. Hinweis: Im folgenden Kapitel geht es allgemein um Dating-Seiten dieser Art. Nicht spezifisch um die Seiten im Netzwerk rund um Traffic-Partner. Okay. Du sitzt alleine an deinem Laptop, als du plötzlich eine Benachrichtigung bekommst. Du öffnest YouTube und willst direkt was kommentieren, aber bist natürlich nicht der Erste. Weiter im gleichen Geist. Ihre Ideen sind immer frisch und ursprünglich. Was für eine Scheiße, Alter, so geil. Ich bekomme direkt Gänsehaut von diesem Inhalt. Wahre Kunst. Der Profile springt dir sofort ins Auge. Du bist neu. Ich wusste nicht, dass ich für YouTube Premium gezahlt habe. Alter, oh. Gierig und landest bei einem ziemlich merkwürdigen Link. Er führt dich zu einer Seite, scheinbar eine Dating-Seite. Das Versprechen der Website ist klar. Und naja, vielleicht fühlst du dich gerade wirklich ein bisschen einsam. Du überlegst, wenn es kostenlos ist, kannst du es zumindest einmal ausprobieren. Du wirst sofort angeschrieben. In den ersten 10 Minuten fast 10 Mal. Nur antworten kannst du nicht. Dafür musst du erst Mitglied werden. Zum Glück gibt es gerade ein Angebot. Du schlägst zu und schreibst mit ein paar Menschen. Sie sind zwar alle nett, nur treffen will sich irgendwie niemand. Ich finde das so absurd, dass du einfach... Es ist ja nicht unwahrscheinlich, dass sie sich irgendwelche Schreiber holen, falls sie noch nicht alle KIs nutzen. Früher war es halt so, da gab es auch einige Reportagen zu, dass da irgendwelche Männer einfach mit den anderen Typen schreiben. Bro, und dafür zahlen Leute so Geld. Mit dir. Also die wussten es halt nicht, ne? Man denkt halt, dass es Annemarie ist, aber Annemarie ist eigentlich Uwe Walter 56 oder sowas und will seine Vorrente schon mal ein bisschen auffrischen. Ja. Es vergehen ein paar Wochen. Auf einmal merkst du, dass dir Geld vom Konto abgebucht wurde. Deutlich mehr, als du für die Testphase bezahlt hast. Du willst kündigen, aber es geht nicht. Also löschst du deinen Account. Einen Monat später wird dir wieder Geld abgebucht. Deinen Account gibt es nicht mehr. Das Abo schon. Diesmal versuchst du es anders. Du findest im Impressum eine Adresse in den Niederlanden. Du schickst einen Brief, aber auch das bringt nichts. Also meldest du dich bei deiner Bank und lässt das Geld zurückbuchen. Du bekommst dein Geld und kurze Zeit später einen Brief. Das alles ist dir wahnsinnig peinlich. Niemand weiß davon. Real Talk, komm schon. Also Fairplay, es ist heutzutage muss es nicht mehr peinlich sein. Also ich denke, früher war sowas wie Pornografie und so weiter war deutlich ausgeprägter, als das Internet noch nicht so ausgeprägt war. Es ist immer noch unangenehm, aber hey. Hey, wir alle sehen uns nach. Nach nicht Einsamkeit. Geld für einen Anwalt hast du nicht. Also bezahlst du die Rechnung. Oh. Anwälte, Verbraucherschützer und Opfer haben uns erzählt, dass diese Seiten oft so oder so ähnlich arbeiten. Das Anmelden geht oft sehr schnell. Die Funktionen sind dann aber eingeschränkt. So sehr, dass man die Seite nicht wirklich nutzen kann. Also braucht man eine Mitgliedschaft. Das heißt, sie melden sich auf einer Seite an, meistens Lonely Dude. Eine kostenfreie oder sehr stark vergünstigte Test. Loki.girl@gmail.com. Phase. Und das Ganze verlängert sich dann in ein kostenpflichtiges Abo mit monatlichen Gebühren. Die schwanken auf rund 20 bis zu 80 Euro monatlich. Und das verbindet eigentlich alle Seiten, ist eine unheimliche Intransparenz bezüglich der Kosten. Also oft ist es so, dass man von einem Jahresbeitrag ausgeht und tatsächlich handelt es sich aber um eine monatliche Gebühr. Ein anonymer Geschädigter hat uns gegenüber bestätigt, dass bei seiner Registrierung nichts von einem Abo stand. Das zweite Modell, was uns oft unterkommt, ist tatsächlich eine Plattform, bei denen man sich kostenfrei anmelden kann und auch punktuell kostenfrei nutzen kann. Und meistens ist es an der Stelle begrenzt, was das Nachrichtenschreiben, also die Kontaktaufnahme angeht. Um auf diesen Seiten schreiben zu können, muss man sich sogenannte Flirt-Coins holen. Und die sind nicht billig. Pro Boah, ey, das kotzt mich so an, auch bei Tinder, deswegen habe ich Tinder deinstalliert. Irgendwie dieses Tinder-Gold oder sowas, wenn du das nicht hast, dann kannst du es eigentlich komplett am Arsch. Also dann kannst du die App eigentlich direkt vergessen. Nachricht zahlt man oft bis zu 80 Cent. Gerade bei diesen. Also wer das unterstützt, Digga, das ist also geisteskrank Quatsch. Dann kauft ihr lieber jedes Jahr das neue FIFA. Haben wir feststellen können, dass... Oder jetzt seit 3 Generationen das neue iPhone. gar nicht so selten auch sogenannte professionelle Schreiber eingesetzt werden. Also kann man sich vorstellen, wie Fake-Profile betrieben werden mit Fantasiepersonen, die aber in dieser Form gar nicht existieren. Über sogenannte Chatschreiber hat Steuerung F vor vielen Jahren eine sehr empfehlenswerte Doku gemacht. Nach unserem 2BG hat sich auch bei uns ein Chatschreiber anonym gemeldet.
Er hat uns Screenshots und internes Schulungsmaterial eines anderen deutschsprachigen Anbieters zugespielt. Die Unterlagen sind zwar schon etwas älter, zeigen aber deutlich, wie in dieser Branche gearbeitet wird. Als Chatschreiber erbringt man eine Dienstleistung. Das Erlebnis soll so aufregend und unterhaltsam wie möglich sein. Man könne davon ausgehen, dass sich Kunden darüber im Klaren sind, dass sie mit Fake-Profilen schreiben. Was? Nutzer also fragen, ob man sich in echt treffen kann, gehört das zur Fantasie, die man auf der Plattform anbietet. Nur Lügen geht nicht. Ausweichen und vom Thema ablenken ist offenbar okay. Und das Konzept dahinter ist denkbar einfach. Okay. Man bindet so die Leute, man hält sie an der Stange, damit sie eben nicht kündigen oder damit sie das Gefühl haben, sie könnten früher oder später in der realen Welt jemanden treffen. Aber was, wenn doch jemand misstrauisch wird und nachfragt? Und dann kommt es auch an, welche Antwort kommt dann von dem Fake-Profilbetreiber? Sagt er, ja klar bin ich ein echter Kontakt, dann ist das eine Täuschungshandlung. Er kann aber auch versuchen, geschickt auszuweichen, indem er beispielsweise sagt, ja, ich bin eine Person aus Fleisch und Blut. Dann wird es schon schwieriger, da die konkrete Täuschungshandlung zu belegen. Also würde es gar nicht funktionieren, KIs zu nutzen für diese Chatkontakte, weil KIs ja eigentlich im Prinzip immer nur das bestätigen wollen, was du hören möchtest. Wenn du sagst, bist du echt? Ja. Der wird das sagen. Oder magst du die Farbe blau? Ja, natürlich mag ich die Farbe blau. KIs finden immer das toll, was du toll findest. Weil in dem Moment hat er natürlich nicht gelogen, aber er hat es so wiederum formuliert, dass er suggeriert, er ist auch diese Person auf dem Bild. In vielen AGBs findet man relativ versteckt einen Absatz, dass Fake-Profile oder Animateure eingesetzt werden. Woran man die erkennen kann, wird meist nicht gesagt. Den wenigsten Menschen dürfte klar sein, dass sie hier nicht mit echten Dating-Partnern schreiben, sondern mit Schauspielern. Es ist halt überhaupt fraglich, ob die nicht, wenn die das so im ganz, ganz großen Stil machen, mittlerweile eine KI angelernt haben, die dann auch diese Live-Chats sogar macht. Ja, aber dann wird das, glaube ich, rechtlich sehr schwierig für die. Macht. Nicht nur Torben vermutet, dass heute immer mehr KI eingesetzt wird. Vor kurzem oder vielleicht bis zu einem Jahr oder so waren das wohl Studentinnen und Studenten, die da einfach in dem Sinne andere Benutzer imitiert haben. Heute kann man davon ausgehen, dass es sogenannte Chatbots sind. Solche Chatbots werden mittlerweile... Aber ist es dann nicht so, wenn der Chatbot sagt, hey, also wenn er fragt, ich bin echt, bist du echt? Und der sagt dann einfach, ja, ich bin echt. Dann haben die doch eigentlich ein rechtliches Problem, oder nicht? Das wurde uns ja gerade eben erklärt, oder checke ich da gerade was nicht? Häufig auch in einschlägigen Foren zum Kauf angeboten. Und tatsächlich sind wir auf eine Seite gestoßen, die den anderen sehr, sehr ähnlich ist und KI in ihren Chats einsetzt. Ich glaube, Chat with your AI-Girlfriend, ich glaube, dass das heutzutage noch sehr belächelt wird, aber ich denke, dass es irgendwann in Zukunft ziemlich normal wird. Wer die neue Auskupplung von Blade Runner gesehen hat, der weiß, wie weit das Ganze führen kann. Und ich halte das schon als realistisch. Und ich bin mal gespannt, wie normal das irgendwann in der Gesellschaft wird, mit seinem KI-Roboter draußen Nudeln essen zu gehen oder so, ins Restaurant zu gehen oder so. Ob der jetzt so, keine Ahnung, irgendwelche Typen sitzen in so einem Center und mit denen schreiben oder ob das dann mittlerweile schon ein Bot ist, so. Das Resultat ist das gleiche, ne? Die ziehen den Leuten halt natürlich die Coins da aus der Tasche. Ist man einmal in die Abo-Falle gelaufen, wollen viele natürlich den Vertrag kündigen. Das ist aber oft umständlich. Einige Kündigungsbedingungen sind laut Christian Jenny zum Teil sogar gesetzeswidrig. Also das heißt, man kann nicht sofort aus dem Vertrag aussteigen, die Verträge verlängern sich automatisch und das ist gewollt. Also man macht eine Kündigungsfrist, die ist völlig fiktiv gewählt. Und wenn man da die Fristen verpasst, dann ist man ein weiteres Jahr gebunden. In einigen Fällen berichten Opfer... Warte mal, muss man anbieten, dass man jederzeit kündigen darf? Ist das Pflicht? Weil bei meinem Gym zum Beispiel, der bietet nur einen Jahresvertrag an. Oder Halbjahres, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht monatlich. Ist das ein Ding? Dass sie bei der Anmeldung überhaupt nichts von Preisen gewusst hätten. Wir haben eine Zeit lang das sogar sehr, sehr extensiv hier eingereicht bekommen, dass Mandanten gesagt haben, meine Anmeldeseite sah ähnlich, aber nicht genauso aus. Da fehlte der ganze Bereich zu Kosten- und Vertragsbedingungen, sondern stand nur kostenfrei testen. Sebastian Günnewig vermutet, dass einige Betreiber womöglich täuscht. Aber es ist generell immer eine Red Flag, wenn ihr irgendwas kostenfrei testen könnt, dann braucht ihr die Kreditkartennummer nicht angeben, weil es ist ja kostenfrei.
macht das nicht. Wenn irgendwas kostenlos ist, kostenfrei ist und ihr müsst trotzdem schon vorher eine Kreditkartennummer angeben, ganz dickes Ausrufezeichen. Entsprechende Landingpages einsetzen. Und wenn dann natürlich eine Vielzahl von Betroffenen unabhängig voneinander bekunden, bei meiner Anmeldung stand nichts von Preisen, ist das natürlich für uns das erste Anzeichen, hier ist irgendwas im Argen. Handfeste Beweise konnte er dafür bisher nicht finden. Auffällig ist aber, dass ein und dieselbe Seite zum Teil wirklich viele verschiedene Landingpages hat. Das letzte Glied in dieser Kette sind Inkassofirmen und Anwälte. Mit Mahnungen und Klagedrohungen versuchen sie, Druck aufzubauen. Zum einen ist natürlich der Charme da. Man hat sich mal bei so einem Datingportal angemeldet. Man will da auch keine große Sache daraus machen. Zum anderen, wenn man nicht zahlt, kommt sofort ein Inkassobüro mit nochmal wirklich exorbitanten Gebühren, die auch nicht... Sorry, wenn ich das so sagen muss, aber Alter, was für Wichser, ey. Wirklich rechtlich passen und da kommt dann auch wieder die Angst. Also Scham und Angst kombiniert zusammen ist ein richtig gutes Geschäftsmodell für diese Dating-Plattform. Schön gesagt. Wie legal ist das? Und wie groß ist der Schaden für die Opfer? 2022 stieg die Zahl der Fälle an Wirtschaftskriminalität in Deutschland schlagartig an. Ich frage mich, woran das liegen könnte. Grund für diesen Anstieg war ein einziges Unternehmen. Es hat eine vermeintlich klassische Online-Dating-Plattform betrieben, aber in Wirklichkeit ausschließlich professionelle Chatschreiber in Kombination mit Flirtcoins eingesetzt. Die Steuerung F-Doku handelte damals auch von diesem Unternehmen. Fast 34.000 Menschen wurden getäuscht. Gesamtschaden rund 18 Millionen Euro. Mehrere Millionen Euro mit nur einer einzigen Seite. Das ist nicht schlecht. Und Deutschland kriegt die Hälfte davon. Die Zivilkammer des Landgerichts Flensburg urteilt, dass die Werbung irreführend ist. Strafrechtlich verurteilt ist der Betreiber bisher nicht. Das Landgericht in Flensburg sagt, dass das Hauptverfahren bislang noch nicht eröffnet wurde. Dieses Beispiel demonstriert das Ausmaß dieser Masche. Das Geschäft mit angeblichen Datingseiten ist teils richtig lukrativ. Doch nicht immer ist der Fall so klar wie hier. Es ist nicht schwarz und weiß, nicht illegal, legal. Es ist eine riesen Grauzone und der Gesetzgeber hat da wirklich ein bisschen die Zeit verschlafen. Solange die Gesetzgebung nicht klar... So wie generell mit dem Internet, so wie jetzt gerade mit KIs. Ja, ja, doch, das mit dem Gesetzgeber, dass er was verschläft, passiert nicht zum ersten Mal und auch nicht zum letzten Mal. Und deutlich diese Akteure in die Schranken weist, bleibt das eine Grauzone und da kann sich jeder austoben, wie er möchte. Ob so ein System legal ist, hängt an vielen Faktoren. Wird über die Kosten klar kommuniziert? Alter. Wird man über den Einsatz von Fake-Profilen ausreichend informiert? Und wie verhalten sich die Chatschreiber? Auch Bots sind eine Grauzone. Sie verstoßen in der Regel zwar gegen die AGBs von YouTube oder Insta. Grundsätzlich sind sie aber legal, auch in Affiliate-Netzwerken. Es ist alles ein Graubereich. Solange man nicht für Gewalt, Waffen oder Drogen irgendwie ein Affiliate-Netzwerk aufbaut, ist es absolut legal und auch legitim. Also da sehe ich absolut... Also Menschenhandel ist einfach kein Thema. Menschenhandel ist okay. Keine rechtliche Grundlage, dies irgendwie unterbinden zu können. Weder in der Schweiz noch europäisch. Boah, das ist krass. Wir können abschließend nicht bewerten, ob das Geschäft mit diesen Seiten illegal ist. Sebastian Günnewig sagt, es kommt auf den Einzelfall an. Fakt ist, dass vielen Menschen hier deutlich mehr Geld abgenommen wird, als sie dachten. Beim klassischen Abo-Modell, klar, beträgt das die monatliche Abo-Gebühr mal maximal 24 Monate Laufzeit. Wenn wir über Flirtcoins reden, ist es tatsächlich sehr, sehr individuell. Das heißt, wir haben Mandanten, die nur in Anführungszeichen ein paar hundert Euro ausgegeben haben. Wir haben tatsächlich auch Mandanten gehabt, die im fast sechsstelligen Bereich Kosten gehabt haben, beziehungsweise Ausgaben für Flirtcoins, also 50, 60, 80.000 Euro. Da haben wir... Alter. Boah, Alter, Junge, das ist wirklich krank. Der hat einen halben Lambo für Flirtcoins ausgegeben. Das ist verrückt. Ja, auch einige sehr traurige Beispiele erlebt, wo sich dann die Beträge aufsummiert haben, weil es die Leute einfach verdrängt haben. Sie wollten das irgendwie einfach von sich wegweisen, was natürlich schlecht funktioniert. Dann kumuliert sich das auf. Es gibt Beträge von mehreren tausend Euros, die diese Firmen geltend machen.
Und das kann dann schon in extremen Fällen die Existenz bedrohen. Die höchste Schadenssumme lag in dem Bereich 80.000 Euro tatsächlich, wohlgemerkt für Flirtcoins, auf unterschiedlichen Seiten, also nicht nur auf einer einzigen, aber von einem einzigen Betroffenen in einem Zeitraum von 4-5 Jahren. Wir haben versucht, mit Opfern zu reden. Am Ende wollte leider nur eine Person mit uns sprechen. Also haben wir unsere Experten gefragt. Wer sind eigentlich die Opfer? Das typische Opfer gibt es nicht. Es gibt gewisse Leute, da dürfen wir uns vielleicht dazu zählen, die haben ein geschultes Auge und sehen vielleicht, das sieht nicht so seriös aus. Aber wenn man halt einsam ist oder wenn man auf Partnersuche ist oder wenn man ein spezielles Interesse hat, dann kann das jedem passieren. Also wir haben von Jugendlichen, die noch zu Hause wohnen, bis zu älteren Menschen im Pflegeheim erleben wir alles. Also es geht. Das ist echt verrückt. Das ist auch ziemlich beängstigend, weil es für mich eher so selbstverständlich war, dass, also auch durch meinen Freundeskreis und Bekanntenkreis und auch die Menschen, die ich so im Internet kennengelernt habe, dass da alle schon recht einen guten Umgang wussten, einfach wie man mit solchen Situationen umzugehen hat. Aber dass das wirklich in jeder Gesellschaftsschicht tatsächlich so ein Riesenproblem noch ist, ist echt ziemlich beängstigend. Und noch beängstigender ist es, dass es immer noch keine vernünftige gesetzliche Grundlage gibt, die dann eben so einen riesen Spielraum gibt, also so einen Graubereich geben, dass man da nichts ausbaut mit den Gesetzen. Dass man da einfach nichts macht. Das raff ich nicht. Und auch im Schulsystem, dass es ja immer noch nicht irgendwie ein Fach gibt namens Social Media zum Beispiel. Das ist echt beängstigend und wirklich, wirklich gefährlich. Geht über alle Altersschichten, über alle Bildungsschichten hinweg und das auch über alle Geschlechter. Wahnsinn. In Deutschland fühlen sich viele Menschen einsam. Laut einer aktuellen Studie jeder Dritte. Bei jüngeren Menschen ist es fast jeder Zweite. Alter, die Jüngeren? Echt jetzt? Das ist verrückt. Ja, nicht schlecht. Ja, ich weiß nicht. Dieses Gefühl, kann ich eigentlich gar nicht so sagen, so. Hat vor allem durch die Pandemie zugenommen. Ja. Vielleicht ist es kein Wunder, dass in der gleichen Zeit solche Seiten immer beliebter geworden sind. Den Preis zahlen die Opfer. Ein falscher Klick reicht und schon sitzt man in der Falle. Und wenn man einmal drin ist, wird Druck aufgebaut. Auf der Suche nach der großen Liebe finden viele am Ende nur eine teure Rechnung im Briefkasten. Ich glaube, niemand braucht sich zu schämen, dass er da reingefallen ist. Ich finde, die Betreiber sollten sich schämen, dass sie diese Situationen ausnutzen und sich nicht an geltendes Recht halten. Ja. Cheers. Ja. Cheers. Sehr, sehr, sehr schönes Video und ein sehr, sehr wichtiges Video. Dieses Video sollte am Ende des Tages in sämtlichen Schulklassen abgespielt werden. Das sollten vielleicht auch Lehrer und Eltern bekommen als Fortbildungsmaßnahme, einfach um einfach den Kindern das Ganze mitgeben zu können, weil scheinbar scheint es ja wirklich in jeder Altersgruppe gewesen zu sein. Unfassbar gruselige Vorstellung. Ich hoffe, dass euch das Ganze nicht passiert. Ich hoffe, dass euch durch meine Videos ihr euch nicht so einsam fühlt, damit ihr euch nicht bei sowas anmeldet. Achtet immer ganz genau darauf, auf welchen Link ihr klickt und auf welchen eben nicht. Die Links in meiner Beschreibung zum Beispiel, die sind alle super safe, die könnt ihr alle benutzen. Da gebe ich euch mein Wort, da habe ich nämlich selber schon 5000 Mal drauf gedrückt und mir wurde kein Geld abgebucht. Ich würde aber sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bleibt gesund, passt auf euch auf, haut rein, ciao.